zu trinken, egal. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben ja in vielen Bereichen hier durchaus eine große Einigkeit in der Außenpolitik heute festgestellt. Deswegen, lieber Kollege Noripur, macht es irgendwie keinen Sinn, dann zu sagen, jetzt suche ich mir einen aus. Das ist dann irgendwie der Außenminister, der jetzt gerade irgendwie nicht genug tut. Also ich glaube, die Sozialdemokratie muss, glaube ich, ihre Europafreundlichkeit hier nicht besonders unter Beweis stellen. Wir haben klargemacht, dass im Koalitionsvertrag das Thema Nummer eins ist. Wir haben klargemacht, dass es mit uns nur Regelungen gibt in der aktuellen Debatte, die europakonform sind, nichts anderes. Und natürlich ist der Außenminister Heiko Maas vorneweg genau bei dieser Positionierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist eigentlich das Ziel von Außenpolitik? Das ist heute vielfach betont worden. Es geht darum, dass Länder in Frieden miteinander leben, dass Konflikte minimiert werden. Und das ist heute schon vielfach getan worden. Ich will das auch noch mal tun. Deswegen ist durchaus Selbstlob angebracht. Wir haben eben die Haushaltsmittel in den letzten Jahren, leider hat die Welt es notwendig gemacht, erhöht im Bereich der humanitären Hilfe und der Krisenprävention 1,5 Milliarden. Und für die, die das nicht wissen, das kann man ja erst nachlesen, kann man googeln, es gibt bestimmte Richtlinien für die humanitäre Hilfe und die sind Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit. Das sind die Kriterien der humanitären Hilfe und deswegen wird damit natürlich kein Regime-Change betrieben. Das ist natürlich wirklich dummer Unsinn. Wir haben jetzt die Chance, durch unsere Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat, und ich will das ausdrücklich begrüßen, dass die Themen Menschenrechte, Klimaschutz und Konfliktminimierung unsere Hauptthemen der nächsten zwei Jahre sind, haben wir die Chance, unsere Vorstellungen auch von humanitärer Hilfe und von Konfliktprävention weltweit entsprechend noch stärker zu verankern. Und ich will die Zahlen noch mal vor Augen führen. Wir haben auf der Welt 68 Millionen Menschen in etwa, die zurzeit auf der Flucht sind. Das sind erschreckend viele, die höchsten Zahlen nach dem Zweiten Weltkrieg. Menschen, die unter erbärmlichsten Bedingungen gerade entsprechend auf der Flucht sind. Also viele Menschen, das sind ungefähr so viele, ein paar weniger als in der Bundesrepublik Deutschland leben. Das sind viele, aber es ist am Ende trotzdem nur ein Hundertstel der Menschen auf der Welt. Und es wäre doch gelacht, wenn diese Welt nicht eigentlich die Kraft aufbringen könnte, mit dieser Situation umzugehen. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, ich lobe uns ausdrücklich für den Haushaltsansatz 1,5 Milliarden. Ich würde mir aber wünschen, dass wir im Zusammenhang der Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat die Chance noch mal nutzen, uns noch stärker zu positionieren in der humanitären Hilfe und in der Konfliktprävention weltweit und das wirklich zu einem Markenzeichen Deutschlands weltweit machen würden. Ich glaube, die Chance haben wir dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das 20. Jahrhundert, das vergisst man immer wieder, ist eine Erfolgsgeschichte eigentlich für Demokratie und Menschenrechte. Aber man hat den Eindruck, dass es ein Virus gibt, der uns befallen hat, des Populismus und des Autoritarismus. Es sind Länder auch in Europa, Ungarn, die Türkei, Polen, ganz aktuell heute, Russland. Und wir erleben so etwas wie eine Urbanisierung der Politik, die leider bis in große Teile dieses Hauses hier entsprechend hineinreicht. Und es gibt nur ein Mittel dagegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nämlich Haltung. Eine klare Haltung zu demokratischen Werten, zur Aufklärung. Und es ist eine Stärkung von Institutionen. Es ist eine Stärkung der OSZE, die ja in den nächsten Tagen hier ihre Jahrestagung hat. Es ist aber auch eine Stärkung des Europarats, der gerade schon angesprochen wird. Eine Institution von 47 Nationen, die natürlich inklusiv arbeiten soll. Auch mit Ländern wie der Türkei, wie Aserbaidschan und wie Russland. Aber es gibt eben auch Werte. Es gibt bestimmte Werte. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention. Die haben alle Länder, die Mitglied sind, unterschrieben. Und wenn Länder sich massiv dagegen verhalten, dann müssen wir das auch am Ende sanktionieren. Das ist die Debatte, die wir führen. Wenn Russland bereit ist, bestimmte Auflagen, die es gibt durch die Europäische Menschenrechtskonvention, durch die Institution des Europarats zu erfüllen, dann ist Russland natürlich Mitglied der Organisation. Wenn aber nicht, werden wir auch entsprechend über die Zukunft dieser Organisation und der Mitgliedschaft Russlands zu reden haben. Anders geht es nicht. Also, meine herzliche Bitte, lassen Sie uns diesen Europarat nutzen. Er ist ein bisschen im Schatten von vielen anderen Institutionen, aber er ist eigentlich dringend notwendig, als Gremium gemeinsam über Werte, über Menschenrechte, über Demokratie und anderes zu diskutieren. Wir haben im Rahmen des Koalitionsvertrags uns vorgenommen, den Europarat zu stärken, zu unterstützen. Ich glaube, das ist die Aufgabe entsprechend für die nächsten Jahre. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU.